Ich habe mich an dieser Erklärung beteiligt, weil es hier um Grundfragen unserer Kultur geht. Kultur, Wissenschaft, Bildung, Meinung sind nicht nur für sich selber da. Sie sind frei, aber sie haben alle ein gemeinsames Fernziel, nämlich die Beförderung, das Wachsen von Humanität. Das sagt auch unser Grundgesetz. Es dreht sich um den ersten Artikel, nämlich dass die Würde des Menschen unantastbar ist. Und es sagt deutlich, dass alles, was wir tun, kulturell, meinungsbildend, wissenschaftlich und Pädagogik, um dieses eine Ziel sich drehen muss. Und da kann es keine Neutralität geben. Das ist klar definiert und davon sind wir überzeugt. Und das ist übrigens auch ein ganz alter Weimarer Wert. Edel sei der Mensch, hilfreich und gut. Wir müssen dem nicht nur dem Schönen, sondern auch dem Wahren und Guten dienen. Und selbstverständlich muss das jede Aktion, jeden Satz, alles letztlich durchdringen.